Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantworten. Mein Name ist Daniel Neurather und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, welche Segmentierungskriterien eignen sich für Privatkunden? Unter der Marktsegmentierung wird die Aufteilung eines Gesamtmarktes in Käufergruppen, also in sogenannte Marktsegmente, verstanden. Und mit Hilfe dieser Einteilung können die Marketingaktivitäten den Kundenwünschen bzw. auch den Kundenerwartungen dementsprechend angepasst werden. Und im Rahmen der Marktsegmentierung wird auf verschiedene Kriterien zurückgegriffen. Im Konsumgütermarkt werden die Zielgruppen wie folgt eingeteilt. Wenn wir uns hier die unterschiedlichen Segmentierungskriterien anschauen, so können wir zuerst einmal unterscheiden zwischen geografischen Kriterien, demografischen Kriterien, psychografischen Kriterien und verhaltensbezogenen Kriterien. Zu den geografischen Kriterien, also wie es der Name schon sagt, gehört die Einteilung nach Städten, Bezirken, Bundesländern, aber auch nach Regionen oder Ländern. Und demzufolge haben Sie dann beispielsweise auch die Möglichkeit, im Rahmen Ihrer Marketingaktivitäten nur Personen aus der Stadt Innsbruck beispielsweise anzusprechen. Weiters haben wir dann eben diese demografischen Daten und hierzu zählen Kriterien wie das Geschlecht, das Alter, der Familienstand und zahlreiche weitere. Also wenn Sie beispielsweise als Ihre Zielgruppe nur Männer im Alter zwischen 20 und 30 ausgewählt haben, dann haben Sie hier eben auf diese demografischen Kriterien zurückgegriffen. Zu den psychografischen Kriterien zählen dann noch eben Interessen, Lebensstil oder eben auch die Persönlichkeit, welche Sie dann im Rahmen Ihrer Marketingaktivitäten eben auch berücksichtigen können. Beziehungsweise zu guter Letzt kennen wir dann bei Privatkunden eben auch noch so verhaltensbezogene Kriterien, wozu der Kaufanlass oder aber auch das Kaufverhalten, die Markentreue oder beispielsweise auch die Verwendungshäufigkeiten zählen. Und im Rahmen der Marktsegmentierung können wir dann in weiterer Folge eben auch noch, oder diese Kriterien können wir dann eben auch im Rahmen von Social Media Ads zum Beispiel einsetzen, beziehungsweise auf diese Kriterien zurückgreifen. Wenn Sie also beispielsweise Werbung auf Facebook schalten möchten, so können Sie die gewünschten Kriterien genau auswählen und im Rahmen Ihrer Kampagne festlegen. Und das hat dann zur Folge, dass Sie mit diesen Kriterien genau Ihre Zielgruppe mit Ihrer Werbeanzeige bespielen können. Das bedeutet dann letztendlich in weiterer Folge, dass Ihre Werbeanzeige nur den Personen angezeigt wird, welche die Kriterien erfüllen. Also wenn Ihre Zielgruppe beispielsweise Männer zwischen 20 und 30 sind, die aus Tirol stammen, und als Interessen zum Beispiel ein betriebswirtschaftliches Studium haben oder betriebswirtschaftliche Themen haben, dann können Sie das wirklich sehr punktgenau eingeben und die Werbung wird eben nur nach diesen Kriterien ausgestrahlt. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch oder über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen.